Grüß Gott, ich will einen Kleinhauxdorf-Haul machen. Ich war mit der lieben Tanja in Kleinhauxdorf ganz spontan und ich habe mich total gefreut. Sie hat mich abgeholt von der Arbeit und vorgeschlagen, dass wir nach Kleinhauxdorf fahren und ich habe mich urgefreut, es war so lustig dort. Ja, und ich habe ziemlich viel dort gekauft, aber nicht nur Beauty, auch Lebensmittel. Ich zeige euch das jetzt mal alles, weil... egal. Ich zeig's euch mal alles und gucken wir mal, wie das ankommt. Ich habe auch ein bisschen Fashion. Ich war bei Tom Taylor ein T-Shirt gekauft. Ich habe ein bisschen zu sehr geraschelt. Das muss ich gleich in die Wäsche schmeißen, weil wir nehmen die dunkelblaue Wäsche dann mit in die alte Wohnung rüber, um sie zu waschen, weil ich habe ja kommende Woche Waschtag. Das hat so 11 Euro noch was gekostet. So sieht das aus. Ich fand das so süß, ich wollte es einfach haben. Wenn ich es nicht unterwegs trage, dann trage ich es einfach für zu Hause. Ich habe das auch hauptsächlich daheim an, weil ich es bequem finde. Oder fürs Video drehen oder so kann ich das ja auch anziehen. Ich finde das ziemlich süß. So, fangen wir mal mit dem da unten an. Ich habe mir zwei Topflappen gekauft. Ich habe das Glück gehabt, da sind was ausgelaufen. Aber ich glaube, das war jetzt so eine Einbildung. Einmal habe ich es mir mit Katzis gekauft, weil der Stefan eher so ein Katzenmensch ist. Und ich fand das so zuckersüß. Das ist sowas von herzig. Und einmal habe ich mit Hundis genommen, weil ich ja ein Hundemensch bin. Und deswegen habe ich die beiden mitgenommen. Ich fand die ursüß. Die sind wirklich süß. Für Stefan habe ich mitgenommen. Aber auch für mich, nicht nur für ihn. Von Haribo Pick and Party. Da sind lauter verschiedene Haribo-Dinger drin. Da sind sogar so Raumschiffe drin. Habe ich noch nie gesehen. Also da unten habt ihr abgebildet, was da alles drin ist. Ich esse die so gerne. Und ich glaube, da sind die sauren leider auch dabei. Weil die sind jetzt nicht so gut. Oder sind das die klassischen? Ich hoffe, dass es die klassischen und die Cola sind. Zumindest wirkt das so. Ja, die waren dort in Aktion um 7,99 € und ich habe die einfach mitgenommen. Ich kann mir ja da ein, zwei paar Packerl auch mit in die Arbeit nehmen. Ja. Dann habe ich... Ich wollte das unbedingt probieren. Ach, jetzt ist die Kamera wieder so rosa. Mühsam. So. Ich muss jetzt die Kamera wieder an- und ausmachen, weil die packt irgendwie dieses rosene... diese rosen Wände nicht hier drin. So. Als nächstes habe ich so eine Bondi Hot Chocolate. Ich wollte die unbedingt probieren. Ich weiß nicht, ich war im Kaufrausch mit der Tanja, glaube ich, gestern. Das werde ich auch demnächst einmal ausprobieren, weil ich wissen will, wie es ist. Jetzt kommen wir schon ein bisschen... Oh, ich habe davon noch ein Eis. Ich liebe den. Aber den gibt es in Tschechien nicht mehr, also in Kleinhauxdorf. Ich habe den eigentlich immer in groß nachgekauft, aber die haben leider nur noch die kleinen Flaschen. Aber egal, ich stelle mir den in den Kühlschrank und nehme den mir vielleicht morgen in die Arbeit mit. Beauty habe ich auch. Und ich habe auch wirklich Tanjas Kerze noch. Sie hat mich nämlich gestern noch gefragt, ob ich ihre Kerze zufälligerweise habe. Und ja, habe ich. Das ist meine. Ich zeige euch aber ihre auch. Ich glaube, sie hat sicher nichts dagegen. Sie hat die ganze Zeit diesen Kerzenkoch und ich wollte dann auch unbedingt eine haben. Das ist eine Markenkerze. Coastal Sunset, irgendwas, keine Ahnung, so heißt meine. Sie riecht auch relativ gut. Sie ist rosa. Also sie riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Voll geil. Und das soll ja so eine... Die brennt ja ganz anders. Die hat nämlich so einen Docht und die brennt circa so. Ich habe schon öfter davon gehört, dass die angenehm sein sollen, wenn solche Kerzen brennen. Und ich fand die riesengroß. Die hat zwar 35 Euro gekostet. Okay. Aber ich fand die trotzdem cool und ich wollte die unbedingt haben. Und da Tanja ihre Kerze ist schwarz. Die schaut so aus. Ist mit der Duftrichtung Black Peppercorn. Sieht so aus. Und sie hat sich ja urlang auch überlegt, welche sie nimmt, was ich weiß. Boah, die riecht wirklich wie Sauna, hat sie gesagt. Und ich finde es wirklich auch, die ist schwarz, halt wirklich pechschwarz. Und hat aber auch diesen länglichen Docht. Aber die riecht gut, die riecht so ein bisschen wie ein Tom Ford Duft, finde ich gut. Den muss ich gleich auf der Seite lassen, weil nächstes Mal gebe ich ihr dann, also übernächstes Mal, wenn sie Winnie dann wieder abholt, gebe ich sie ihr wieder mit. So. Dann habe ich das hier gefunden und ich bin halb wieder hyperventiliert. Es gibt die neue Limited Edition
von Elisabeth Arden. Und ich habe den dort gesprüht, habe mich sofort in dem verliebt, sie mir nämlich zeigt, die Verkäuferin, weil wir wollten nämlich an dieser Bodylotion riechen. Und sie hat uns dann aber den Dufttester gezeigt und ich habe mich gleich einsprühen lassen damit und ich habe den sofort mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn verwende. Ich habe vor kurzem in irgendeinem Video gemeint, dass ich die sammeln will. Aber ich glaube, ich werde mir den nochmal kaufen, um ihn dann zu benutzen. Ich weiß, ich bin gestört. Aber der ist so, so schön. Ich liebe diesen Duft. Der ist richtig schön zitronig. Eigentlich mag ich ja nicht so Zitronendüfte. Aber der ist sowas von gut. Mega verliebt in den. So wie in die Bodylotion. Auf die freue ich mich auch schon. Ich bin ein Junkie, ich weiß. Aber ich liebe es. Dann waren wir in dieser einen kleinen Drogerie drinnen, in die ich so gerne immer früher reingegangen bin. Hat sich nicht geändert. Ich habe einen ganzen Sack voller Sachen. Ich habe sogar Waschmittel dort gekauft, so gestört bin ich schon. Aber ich bin froh, die Tanja ist genauso wie ich. Das fand ich so lustig. Es gibt nämlich dort Lenore Unstoppable Perlen, so heißen die, glaube ich. Solche Parfümperlen, die was bei uns nicht gibt. Die Tanja ging vor. Und ich habe dann bei den Perlen geguckt und sagte sie, Herst, da gibt es eine Sorte, die es bei uns in Wien gar nicht gibt. Und sie hat einfach nur so gemacht, habe ich schon. Ich habe mir die dann natürlich auch mitgenommen. Das schaut so aus. Ja, also die Verpackung hat mich voll gecatcht irgendwie. Die schaut so wunderschön aus. Bin gespannt, wie die riechen. Weil ich habe jetzt gerade wieder die goldenen und ich weiß wieder, warum ich die goldenen am liebsten mag, weil die ganze Wäsche riecht danach. Ja, also die... Bin ich echt gespannt. Und jedes Mal, wenn ich sie verwende, werde ich wahrscheinlich dran denken. Ich habe mir auch von dort einen Kloreiniger mitgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren, weil die Marke gibt es ja bei uns nicht und ich wollte es einfach mal testen. Das ist auch so ein Pro-Nature-Produkt, das heißt, es wird auch ein bisschen umweltfreundlicher sein, nehme ich mal an. Das ist mit Grapefruit-Duft. Ich habe zwar noch den Frosch, aber ich wollte den einfach probieren. So. Noch einen Weichspüler habe ich mitgenommen. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Weichspüler für ein paar Monate. Ich glaube, ich brauche gar keinen mehr kaufen. Aber ich bilde mir ein, bei uns in Österreich und Wien gibt es den nicht mehr. Sorry, wenn ich so raschel. Aber ich glaube, bei uns in Wien gibt es den immer mehr. Das ist von diesem komischen Bären. Könnt ihr euch an die Werbung noch erinnern? Ich weiß nicht mehr, wie die Marke Kaiser, weil da heißt es ganz anders. Aber der riecht noch so wie früher. Boah. Das riecht exakt so wie früher und ich habe mich voll in den Duft verliebt. Bin ich gespannt, wenn ich es benutze, wie es wirklich ist. So, sorry. Ich wollte es nicht reinfetzen. Ich mit meinem Eistee. Ich habe mich so gefreut. Ich habe so bei der Samenfliege rumgeschaut und habe die entdeckt. Ich habe ja eigentlich drei gehabt, die dann hat dann gleich so, oh Gott, ich muss das auch probieren, du schwärmst die ganze Zeit davor. Ich habe gleich eins in die Hand drückt, weil ich alle drei geschnappt habe. Ich habe eins abgegeben, weil ich eh noch so viele auch zu Hause habe. Ich habe einfach nur die drei Stück mitgenommen, weil es die drei letzten waren. Ich habe es einfach mitgenommen. Wir haben sich abgeschleppt, wir zwei. Bist du deppert? Aber ich bin froh, dass ich das jetzt noch einmal habe, weil das ist meine heißgeliebte Mundspülung. Leute, Leute. Jetzt brauche ich aber eine Weile keine, glaube ich. Ich bin auch die ganze Zeit so sparsam damit umgegangen. Hoppla. Den habe ich mir mitgenommen, weil die Tanja davon geschwärmt hat. Es gibt dort noch Sally Hansen Produkte und sie hat gesagt, sie hat diesen Topcoat und hat ihn geliebt. Sie hat sich gleich drei mitgenommen. Habe ich gleich so lachen müssen, weil mich das einfach an mich erinnert. Sie hat sich gleich drei mitgenommen und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich probiere ihn einfach auch. Ich mag ja den von Annie so gern, aber ich werde den auch einmal probieren, weil ich wissen will, wie er ist. Bei den Masken war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mir noch drei Freeman-Masken mitgenommen, weil es die halt bei uns nicht gibt und ich will nicht online bestellen. Es gab noch die... Ich bin mein, die habe ich auch nicht. Die habe ich aber früher immer so gern gehabt und ich glaube, die habe ich auch in groß. Gelmaske und Scrub, die schaut so aus. Dann habe ich die Mood Mask. Was ja nicht schlecht ist, weil ich in letzter Zeit auch so Probleme habe mit der Haut. Vielleicht helfen die. Die habe ich mir auch einmal mitgenommen. Und dann, die habe ich schon so oft bei Kimberly gesehen. Oder beziehungsweise, ich glaube, sie hat die mir gezeigt. Also sie hat die aufgebraucht, will ich meinen. Die Deep Clearing Manuka Honig. Die habe ich mir aber auch nur einmal mitgenommen. Weil ich halt die testen wollte. Und dann nächstes Mal, wenn wir wieder dort sind, nehme ich mir vielleicht mehr mit. Da war auch ein bisschen ein Impulskauf schuld. Oh, da war gerade ein Winnie-Haar. Da war auch ein Impulskauf schuld. Ich habe die damals im Internet gesehen und habe gesehen, die haben die. Das sind so kleine Carmex-Lippenpflege.
Das Ananas habe ich zwar noch, aber die haben auch Erdbeer und Kirsche da drin und ich wollte die unbedingt haben. Ich habe sie einfach mitgenommen. Ich brauche eigentlich in jeder Tasche eine Lippenpflege in letzter Zeit. Ja. Dann sind die Tanja und ich ein bisschen eskaliert bei den Duschgelen von Dermacol. Ich habe da ganz viele in der Hand. Ich habe ja eh eigentlich genug, aber ich wollte die unbedingt haben. Ich weiß, sag das nicht. Sag das einfach nicht. Aber ich wollte sie unbedingt haben. Die Tanja hat sich, glaube ich, sogar noch mehr mitgenommen als ich. Aber sie hat dementsprechend auch, glaube ich, nicht so eine große Sammlung wie ich. Und ich habe meine Backups nicht mehr benutzen wollen, weil ich halt keine mehr von denen dann habe und ich ja nicht mehr drankommen bin. Aber jetzt bin ich so froh, dass wir dort waren und dass ich die wieder habe. Es gibt aber viele neue Sorten. Ich zeige euch mal die, die ihr schon kennt. Ich habe das zweimal mitgenommen. Eigentlich wollte ich mir gestern schon eine in die Dusche stellen, habe es aber dann vergessen. Ich habe mir zweimal das belgische Schokolade mitgenommen von Dermacol. Und passend dazu die Seife natürlich, weil ich sie liebe. Die ist mega geil, die Seife. Die hatte ich schon ein paar Mal. Hoppala, und schon ist es mir aus der Hand geflogen. Dann habe ich mir noch zwei mitgenommen. Eigentlich war ich eh brav. Ich hätte noch ein bisschen mehr übertreiben können, aber ich war eh eigentlich brav. Das Juicy Shower Gel Wild Strawberries. Das riecht mega. Das riecht so geil. Ich glaube, das werde ich jetzt dann bald verwenden. Das riecht so gut. Das ist einfach org. Und weil die Dani und ich so Kaffee-Junkies sind, haben wir uns auch das mitgenommen. Coffee Shot. Da gab es auch eines, das fand ich nicht so gut. Ich glaube, das war das Drachenfrucht. Das fand ich, hat ein bisschen nach WC-Reiniger gerochen. Aber das riecht ja wie ein Starbucks-Kaffee. Den ich gestern getrunken habe. Genauso riecht er. Urgeil. So geil. Also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dann habe ich mir noch das Kokos mitgenommen und passend dazu die Seife. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Niemand braucht so viel Duschgel und Seifen, aber ich schon. Brazilian Coconut. Und dazu passend, wie gesagt, die Seife. Und jetzt riechen wir mal daran. Ich habe zwar eben Geschäft auch dran gerochen, aber ich bin wenigstens ehrlich und gebe es zu. Geil. Geil. Also, oh mein Gott, einfach nur oh mein Gott. So, dann habe ich noch das hier gefunden für meinen Bruder. Ich wollte ihn unbedingt mitnehmen, zwecks Nostalgie-mäßig, weil meine Mom hat uns damals auch immer so viele Pokémon-Sachen mitgenommen. Und ich fand das irgendwie cool und habe mir gedacht, ich nehme ihm das mit. Ich muss das auch unbedingt auf der Seite lassen, weil das muss ich noch mit anderen Sachen mitnehmen. Dann habe ich ein Tischtuch mir gekauft und ich habe mich so in dieses Tischtuch verliebt. Das schaut so aus. Ich weiß nicht, wie man das waschen kann. Ich bin ja nicht so der Pro und meine Mom kann ich leider nicht mehr fragen. Ja, ich werde da mal eine Freundin fragen, ob man das in der Waschmaschine waschen darf. Es ist aber, glaube ich, auch bügelt worden, weil es schaut sehr glatt aus, muss ich sagen. Es schaut wirklich sehr glatt aus, aber es ist so wunderschön. Ich wollte das unbedingt haben. Eigentlich wollte ich noch andere haben, aber ich hoffe, die Tanja und ich fahren bald wieder hin. Tanja, wenn du das Video siehst, lass uns bald wieder hinfahren. Ja, ich fand das so wunderschön. Das ist so mega schön. Ich habe mich so in das verliebt. Das musste einfach mit. Das musste mit. Hilfe! Lebensmittel habe ich auch gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich zeige euch das einfach. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr jetzt gerne abschalten. Die Beauty-Sache habe ich euch eher als erstes gezeigt. Also ich zeige euch noch schnell die Lebensmittel, weil die habe ich dort auch mitgenommen. Ich habe diese Chips früher geliebt. Die hätte es auch in einer Sondergröße geben, aber ich wollte die, die wären um 2 Euro noch was gewesen. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich nehme um 99 Cent lieber so zwei Packerln mit. Eins. Dann habe ich noch ein zweites mitgenommen. Und weil ich die so liebe und mir gedacht habe, ich nehme sie einfach mit dort, habe ich die auch mitgenommen. Die gibt es bei uns natürlich auch, aber ich habe sie jetzt dort mal mitgenommen. Dann habe ich noch so ein Wasser entdeckt mit Melone und Gurke. Musste ich mitnehmen natürlich, weil ja Melone drauf war. Die Tanja hat eh gelacht, dass eine Flasche unbedingt mit hat müssen. Ich wollte das nur mal probieren, aber es ist ziemlich groß. Ich werde das auch mitnehmen in die Arbeit morgen, weil, ja, zu Hause trinke ich eher sowas nicht. Aber die ganzen kleinen Flaschen werde ich mir... Wer ist denn das? Sorry, das war der Nachbar. Ich war ganz verwundert, dass er anklopft oder anläutet. So, ich habe ganz den Faden verloren, wo ich aufgehört habe, ehrlich gesagt. Ich mach mal weiter, ich glaube, ich habe eher alles gesagt. Die Chips waren, glaube ich, die letzten, die ich euch gezeigt habe. Von Vanille-Cola
habe ich mir eine mitgenommen, weil der Stefan trinkt nicht so gern Vanille-Cola, glaube ich. Er mag eher das Sherry und so. Also habe ich für mich nur ein Vanille mitgenommen. Jetzt zerlegt sich da alles. Dann habe ich zweimal so Zitronensaft mitgenommen von Gernhocksdorf. Ich mag die großen Größen lieber. Ich habe auch zwei genommen, weil eine gehört meinem Bruder. Der ist ja so ein Zitronen-Junkie und deswegen habe ich eine zweite mitgenommen für meinen Bruder. Die ist für mich und für den Stefan natürlich. Und ich habe mitgenommen, ich wusste nicht, ob der Stefan den Eiskaffee auch trinkt, aber ich habe halt zweimal eine Eisschokolade mitgenommen. Die habe ich so gern früher getrunken. Also die Eisschokolade jetzt nicht so, aber den Eiskaffee habe ich so gerne getrunken davon. Habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Werde ich mir dann wahrscheinlich für die Arbeit mitnehmen. Das habe ich auch meinem Bruder mitgenommen. Das ist das Pikau. Das kann man in Milch reingeben. Und dann hat man so eine Trinkschokolade eigentlich. Das habe ich ihm früher immer mitgenommen. Und ich habe ihm das jetzt schon ewig nicht mehr gebracht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wo gebe ich das hin? Bringe ich ihm das mit. Zweimal habe ich Pepsi Lime mitgenommen. Entschuldigung fürs Rascheln. So schaut das aus. Das habe ich damals in Budapest getrunken, was ich mich erinnern kann. Und dann habe ich noch so Suppennudeln-Zeug mitgenommen. Ich habe aber halt nur ein paar gegriffen, weil ich die halt nur probieren wollte. Die habe ich aber früher auch immer von dort mitgenommen, das weiß ich noch. Hin und wieder kann ich mir die entweder am Abend reinzwitschern oder für die Arbeit auch. Ich habe mir uns dreimal diese roten mitgenommen und zweimal die grünen. Ja. Alle Tüten sind leer. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, weil wir haben jetzt ziemlich lang mit dem Nachbarn geredet. Deswegen ist auch mein Lipgloss schon weg natürlich. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr happy über alle Sachen. Ich war wirklich glücklich, wie wir da draußen waren. Es hat so viel Spaß gemacht mit der Tanja dort. Jetzt habe ich gerade die Tüte irgendwo hingeworfen. Das Einzige, ich habe ihr Sackerl auf den Gewissen. Erstens mal ist es hier kaputt und zweitens... Hier. Super, oder? Aber die von Billa, die halten ja auch nichts aus. Das ist der größte Dreck, den es gibt. Das werde ich gleich wegwerfen. Sie kann ja von mir auch neue haben. Ich habe zigtausende. Ja, das war's. Ich bin voll raus. Wie man merkt, eigentlich wollte ich auch noch ein Video drehen, aber ich weiß gar nicht mehr welches, durch das, dass wir mit dem Nachbarn so lang gequatscht haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Dermacool-Sachen kennt. Und wie ihr das findet, dass ich halt auch Lebensmittel zeigt habe. Das würde mich auch interessieren, wenn ihr so lange dranbleiben seid. Weil ich habe ja gesagt, ihr könnt, wenn ihr euch die Lebensmittelsachen nicht anschauen wollt, gerne abdrehen. Weil das kann ich verstehen, dass das nicht jeder sehen will. Ich schaue diese Videos in letzter Zeit sehr gern. Aber wenn es nicht jeder gucken will, kann ich das komplett nachvollziehen. So, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns im Wortkotze. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich kann schon nicht mehr reden. Bis dann. Bye.